Richtig, richtig. Konnichiwa, Masachfagas! Oh, ich bin nicht auf dem Teamspeak, fuck. Ups. Huch. Kannst du gerne machen, Wolverine. Diese Tipperei, hört man das? Aber eigentlich müsste ich ein neues Geld drin haben, man, ich verstehe und ich muss mal gucken wieder. Aber dann hört er mich halt tippen, dann wisst er, dass ich die OOC-Pommes mache. Herr Sven Zaleski, danke schön für den Restart im 10. Moin, Simmergaus, geht. Und Topsig, danke für den Prime 12. Moin, Meister. Schön, dich zurück zu haben. Endlich keine Wiederholungen. Danke. Nee, Kuba, das kostet. Ja, doch, der taktet sich runter, Alter. Ich bin mit... Fuck. Ey. Ja? Heute Runde 2, ne? Was denn? Ja, mit den Cops. Was wollt ihr machen? Ja, wir wollen an die Waffen rankommen. Ja, aber was habt ihr geplant? Ja, das gucken wir dann. Wir treffen uns dann mit denen. Oha. Was, oha? Ja, ich bin auf Schmerzmittel, ich muss zur Apotheke, ne? Ja, ist doch kein Thema. Okay. Soll ich mitnehmen? Willst du zur Apotheke? Ja. Aber wir fahren jetzt sowieso hoch, ne? Wohin denn? Kurz in den Norden, zu dem Klamottenladen. Okay. Ja. Was geht? Okay, der Monitor taktet sich runter. Fuck. Aber das kann doch ja, sein. Ja, jetzt sind wieder welche da. Und ich kann irgendwie der Systemsteuerung eingearbeitet und so. Alles gleich. Halt jetzt Maul, Junge. Ich hab keinen Bock. Ich danke dich. Gut. Aber hast du schon mit Kieselschlangen gesprochen? Ja. Und was sagen die? Ja, die wollen. Ja, aber was wollen die? Oder wollen die wieder so mit Kopf durch die Wand? Wir treffen uns jetzt gleich eh mit denen. Okay? Mhm. Aki? Hast du die Typen nochmal getroffen? Welche Typen? Ja, die im Park waren. Hä? Achso, nee. Wollte meinte, der verkauft Graszonen für mich, oder? Dingens, gestern war wohl irgendwie, wir hatten vorhin ein bisschen Gespräch gehabt bei dem 56, ne? Pass auf. Bei deine Perle. Ja, die... Beim Teebeutel. Ja. Ja. Die Dingens, die Jungs sind gestern da hingegangen. Mhm. Und sind dann in diesen Häuserblock da reingegangen. Und haben dann gesagt, ja, den Dretzmann oder es knallt. Warum machen die das? Keine Ahnung. Warte mal, die sind da hingegangen und haben gesagt, dretz mal nur, das knallt. Ja, und Therese hat irgendwie so eine Super Saiyan Show abgeliefert, keine Ahnung. Und jetzt? Die wollten irgendwie mit dem Dretzmann chillen oder so. Und der hat zu denen gesagt, so von wegen, ja, der ist da irgendwie am Quatschen mit denen und der kommt da jetzt gerade nicht weg und deswegen haben die jetzt gemacht. Aber einfach nur Kicker, ne? Und jetzt sind die sauer, du hast. Ja, die waren nicht sauer, die haben den LKW-Schlüssel und so ausgetauscht, wo die Drogen drin sind und so ein Scheiß. Jetzt gerade war Jaco und Yamada, dann bin ich dahin und dann haben die so ein bisschen rumgeholt, dann habe ich zu denen gesagt, was wollt ihr eigentlich, Alter? Ihr fahrt bei uns vorbei, Alter, und schießt mit Leuchtraketen. Ja, Leuchtpistolen und so, ne? Was wollt ihr überhaupt? Ja, die machen das so selber. Ja, und dann haben die halt eingesehen, ne? Haben die eingesehen und haben gesagt, ja, war blöd und so. Ja, wissen die eigentlich, was passiert, wenn Kuma vorbeikommt oder Dretzmann? Ja, das haben wir denen ja vorgehalten. Die kicken nur genauso rum. Lass mal eben Dinge zucken, 4 Kabelbinder, jeder. Oh, hast du halt was Schnickes du halt mir vor, ne? Eieiei, es ruckelt. Ruckelt das im Stream auch? Hilfe. Aber das ist die MLO hier schuld. Warte, ich sehe voll cool aus, Bruder. Ich bin Jackie Chan, Junge. Ja, aber das ist MLO hier. Oder hat das gerade auch schon geruckelt? Auf dem Weg hierhin. Und jetzt kein böses Blut? Nö, die haben das ja eingesehen, dass da behindert von dem war. Dieses Denken von dem, weißt du? Mm. Das war falsch von dem. Das wäre halt so dumm gewesen, wenn die rumgeholt hätten. Ja.
Der eine von denen stand letztes Mal bei uns und der hat genauso reingekickt. Ach, also Spaß gehabt Ding halt, ne? Der T so meinte, ja, warum habt ihr nicht mehr verkauft und so, ne? Mm. Hab ich auch zu denen gesagt, so, was wollt ihr eigentlich, Alter? Und da muss ich dem, und da werde ich auch mal mit dem Warte mal, auch noch der hat zu dir gesagt, warum hast du nicht mehr verkauft? Ja, pass auf. Und das habe ich jetzt gerade auch angesprochen. Ich sag, pass auf, beim nächsten Mal, wenn der Team hier auch so eine Scheiße nochmal drückt, ne? Wem hast du das jetzt gesagt? Unseren Jungs? Nein, den, oder dem Team. Also. Der True und was ich nicht, wer da alles stand. Ich gesagt, wenn der dann nochmal so drückt, dann ist das für mich auch ein Disrespect. Und dann dann weiß ich nicht, was ich mache. Ich verstehe nicht, was die Leute mal als Disrespect sehen. Ach, keine Ahnung, Mann, diese fehlende Birne, keine Ahnung. Hallo? Du gehst doch nicht dahin und rammelt seine Mutter am Bein. Telefon, warte mal eben kurz, Kurtis. Was hast du? Null. Ich kann Nvidia-Systemsteuerung nicht aufmachen, der öffnet das nicht, der Pisser. Aber warum? Ja, gut, ist ja kein Problem, dann nehmen wir näher den Taurus nochmal. Ja, stimmt doch irgendwas nicht. Ich danke dir trotzdem, ne? Hol dich Kabelbinder, ne, Jung? Gut, alles klärchen. Ja, ich bin jetzt kurz hier im Norden. Ich muss kurz hier beim Klamottenshop. Wir suchen uns jetzt ein Outfit hier aus. Mit den Kieselsteinen. Gut. Ja, ich guck mal, wie viele wir mitbringen können. Gut. Bis gleich. So, Gottes. Ja. Ja. Was denn? Muss ich mich umziehen? Wo waren wir stehen geblieben? Was die alles als Disrespect ansehen. Ja, ach, Junge, die haben, weiß nicht, alle im Lochenkorb oder so. Na, ich meine, ich kann das verstehen, bei den Leuten, die bei uns abhängen, die haben alle einen Knallkorb, ne? Ja, aber die. Aber das die wissen Leute die doch, dass die dumm sind. Eben. Aber haben die ja eingesehen, ist ja gut. So, warte, ich muss jetzt den Kieselstein anrufen. Oh, warte mal. Oh, oh. Bei OBS steht Codierung überlastet. Was? Ich geh kurz Pipi machen. Ja, da steht Codierung überlastet. Oh mein Gott. Bruder, ich hab doch keine Ahnung davon. Hilfe. Was ist. Ach, das ist Codierer, ne? Ich stream über die Grafikkarte. Kann ich das on the fleek ändern, Alter? Oder passiert jetzt was, wenn ich mal auf CPU switch? Ich mach das jetzt einfach. Ach du Scheiße. Ja, da steht Codierung. Aber warum Codierung überlastet? Lass mich Mr. Google fragen. Ja, was könnte das jetzt sein, Bruder? Was ich heute geändert habe, ich habe den RAM-Speicher getauscht. Und das Netzteil.
Ich guck mal im Dings, Leistung. Ich guck mal eben die Auslastung von CPU und so an. Mit der gesamte Rahmen, meinst du, ob der mir bei DXDiag zum Beispiel 32 GB anzeigt? Warte. System. Installierter Rahmen 32 GB, ja. Wie lange bist du? Ja, ich hab Stein im Schwanz. Halt's Maul, Alter. Warum? Moment. Keine Ahnung, CPU chillt bei 40% und Grafikkarte auch bei 40%. Ich streame wieder über die Grafikkarte. Alle RAM-Slots habe ich belegt von dem Dings. Aber ich merke das ja auch, wenn ich selber... Oh mein Gott. Ich habe im BIOS alles zurückgestellt, was ich Dings da, diese Profile und so, und alles neu eingestellt. Ja, ich habe XMP angemacht. Aber das hatte ich vorher halt auch. Aber die... Nee, bei OBS habe ich nichts eingestellt. Was soll ich denn hier einstellen, Buddy? Ich glaube schon, dass der RAM schneller ist als der alte. Das neue Netzteil hat 700 Watt, das vorherige hatte 800. Aber wo kann ich denn bei OBS nochmal Dings einstellen? Warte mal, wir gucken einfach mal. Aber ich muss ja gerade sowieso ein Problem haben, ne? Sonst würde Nvidia sich ja öffnen, weil ich kann Nvidia-Dings Systemsteuerung gar nicht öffnen. Also irgendwas stimmt hier so oder so nicht. Ja, aber was da jetzt aber in welchen Einstellungen liegt das? Was genau meinst du bei OBS jetzt? Und warum zum Teufel habe ich... Warum habe ich 12 Chrome-Tabs auf? Doch nicht. Ich renn mal kurz weg hier. Und Leiner, ich habe keine Ahnung, was du mit FPS an Dings meinst. Warte, ich guck mal, was da genau die Fehlermeldung steht.
Jetzt ruckt zum Beispiel gar nichts. Es gibt keine Fehlermeldung, außer dass bei OBS steht, aber auch nicht permanent Codierung überlastet. Aber jetzt gerade leckt nichts, ne? Codierung überlastet, erwägen Sie eine schnellere bla bla bla. Ich habe wieder auf die Grafikkarte gewechselt. Ich stelle mal kurz auf CPU und restart, okay? Ich restarte einfach mal kurz alles. Und dann mache ich mal den scheiß G-Sync eben auch raus. Bis gleich, meine Freunde.